Wir sind auf der Rückreise von Spanien und jetzt in Frankreich und möchten als Etappenplatz einen Stellplatz in der Stadt Bourg-en-Bresse nutzen. Herzlich willkommen zu meiner Reportage. Kommend aus Richtung Süden haben wir in Lyon die Umgehung genutzt, die A46, und sind dann auf die N83 gefahren Richtung Bourg-en-Bresse. Da wir mit Anhänger unterwegs sind, haben wir uns den Stellplatz in Bourg-en-Bresse ausgesucht, da wir denken, dass wir dort angehängt stehen bleiben können und übernachten. Für die Stadt Bourg-en-Bresse gibt es eine Gewichtsbeschränkung von 6 Tonnen für die Durchfahrt. Das heißt, wir dürfen mit unserem Mobil nicht durchfahren, sondern umfahren Bourg-en-Bresse und fahren aus nördlicher Richtung wieder in die Stadt. Es gibt in Bourg-en-Bresse 2 bzw. 3 Stellplätze. Wir haben uns diesen hier ausgesucht, weil er uns am günstigsten erschien, mit Anhänger dort zu stehen. Ich schaue mir das ja immer gerne noch vorher bei Google an, um zu sehen, wie die Lage dort ist. Man sieht hier, handelt sich um einen Parkplatz vor einem ehemaligen Campingplatz, der geschlossen ist. Gefunden habe ich den Stellplatz auf der App von Camperkontakt und habe auch die Kommentare gelesen, und daraus ging für mich hervor, dass man dort einigermaßen stehen kann. Wir brauchen jetzt nur einmal von der Hauptstrecke abbiegen und sind dann direkt auf der Zufahrt zum Stellplatz. Wir fahren jetzt direkt auf die Einfahrt von dem geschlossenen Campingplatz zu, und auf der rechten Seite haben wir jetzt den gemischten Parkplatz, also für PKWs und Wohnmobile. Die Stellplätze für Wohnmobile sind im hinteren Bereich des Parkplatzes ausgewiesen. Jetzt sehen wir auch kurz die Entsorgung, aber dazu später mehr. Es ist früher Nachmittag, als wir hier anreisen, und es ist außer uns noch kein Wohnmobil da. Wir sind am Ende hier so nicht stehen geblieben, sondern haben nochmal gewendet, da hinten am Ende des Parkplatzes keine Ausfahrt ist, sondern man muss da wieder hin oder zurück, wo man hergekommen ist. Und wir stehen gerne immer in Fahrtrichtung. Man sieht, dass der Parkplatz sehr großzügig ist und man kann hier ohne weiteres mit dem Anhänger angehängt stehen bleiben. Auch für größere Mobile, denke ich, ist es hier ohne weiteres möglich. Ein Fahrzeug auf dem Parkplatz konnte ich nicht so richtig einordnen, aber nach einem Gespräch mit dem Eigentümer war relativ schnell klar: Aussteiger, aber ein netter Mensch. Direkt von diesem Parkplatz geht es auch zu einem Hallenbad, das auch geöffnet hat. Wir haben es allerdings nicht besucht. Man sieht hier den geschlossenen Campingplatz. Ja, der wird wahrscheinlich auch nicht wieder geöffnet, so hat man mir erzählt. Dafür gibt es ja jetzt den Stellplatz hier. Es ist ein kostenloser Stellplatz, er hat allerdings keinen Strom, aber eine End- und Versorgung. Nur leider gibt es kein Frischwasser. Entsorgen kann man, aber Frischwasserzapfen ist nicht möglich. Sieht auch so aus, als wenn es komplett abgestellt ist und nicht wieder in Betrieb genommen wird. Man kann die Kassette entleeren und es gibt 2 Rosten, wo man drüber fahren kann und sein Grauwasser entleeren kann. Das alles ist sehr großzügig, man kann also auch mit großem Mobil drüber fahren und natürlich wie wir auch mit einem Gespann. Im Laufe des Nachmittags fanden sich noch mehrere Camper ein, die mit uns dort die Nacht verbracht haben. Wir waren nicht in der Stadt, aber ich habe mir sagen lassen, Supermarkt und Restaurant sollen nur 500 Meter entfernt sein. Wir haben eine ruhige Nacht verbracht und es ging dann am nächsten Tag auch gleich weiter Richtung Deutschland. Vom Stellplatz aus ist man recht schnell wieder auf der Autobahn oder natürlich auch auf der Nationalstraße. Gerne weise ich auf meine Stellplatzkarte hin. Unter www.hako-video.de findet man sie, und hinter jedem Wohnmobilsymbol findet man dann eine Beschreibung des Platzes mit Koordinaten und so weiter und natürlich auch das entsprechende Video dazu. Für alle, die die Route vielleicht nachfahren wollen oder eine ähnliche Strecke fahren wollen, damit findet man recht schnell die Stellplätze und kann damit auch seine Route planen. Für uns ging es dann über die Autobahn weiter Richtung Deutschland. Unser Ziel war der Caravanhändler Ernst an der A5 in Ettenheim. Dort gibt es einen Übernachtungsplatz. Bis dahin waren es etwa 380 Kilometer. Ja, das war meine kurze Reportage über den Stellplatz Bourg-en-Bresse, ein einfacher Stellplatz zum Übernachten. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich freuen über einen Daumen nach oben.
Falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, abonniert ihr ihn doch. Ihr werdet sofort informiert, wenn es was Neues gibt. Ansonsten sage ich Dankeschön fürs Zuschauen und bye bye, bis zum nächsten Mal.